Wir öffnen heute alle meine Packs auf meinem Zweit-Account. Das sind unter anderem hier jede Menge 85 plus die Swap-Packs. Wir haben noch sehr viele Icon-Packs. Wir machen natürlich auch noch die drei Icon-Packs. Zimmer 85 plus Centurion-Packs haben wir unter anderem auch. Und sogar noch einen Winter-Wildcard. Ihr seht, ein Theo haben wir gezogen auf meiner LTG. Das ist ja auf meinem Zweit-Account hier. Ne? Ganz wichtig. Wir ziehen hier einen Wout Weghorst. Das war jetzt einfach nur, das hatte ich jetzt ewig aufgespart. Aber trotzdem bleibt der Counter einfach mal drin und wir schauen mal, ob wir es zumindest schaffen, ein Team of the Year oder eine Icon zu kriegen aus den ganzen Dingern. Damit wäre ich schon sehr zufrieden. Gucken wir mal. 11x81 plus. Oder natürlich ein, zwei Nominees. Wäre auch nicht so verkehrt. Direkt mal den Marquinhos. Eigentlich gar nicht so schlecht, wie ich finde. Ja, Bastoni noch hinterher. Zweites 11x81 plus. Back-to-back Walkout hoffentlich. England, RAV, James, 84. Deutschland, Toni Kroos, den ziehe ich immer. Mein Lieblings-88er, der Toni Kroos. Und Aspas und De Vrij, also zwei High-Rated-Karten, zweimal sogar wieder 88er. In Ordnung. Nehmen wir noch eben das letzte mit. Brasilien, wieder Marquinhos. Ne, diesmal ist Thiago Silva trotzdem auch gut. Die haben sich auf jeden Fall gelohnt. Das waren noch die von den Ligen-SBCs während des Winter-Wildcard-Event. 4 2x85er. Na komm. Da kann schon mal zumindest mal so ein Nominell vorbei. Bitte nicht wieder Kroos. Es ist immer Kroos, ne? Was ich für eine Quote habe, um Toni Kroos zu ziehen, ist wirklich der absolute Hammer. Komm, nächstes 2x85 plus. Ich will's blau sehen, ey. Trent Alexander. Den haben wir gerade noch nicht. Gut. Und Immobile. Können die Icons nicht sogar hinter den Gold Walkout sein? War da nicht mal ein Fehler, als die ganz am Anfang drin waren? Inform Maris oder sowas? Zambo. Okay, 85er, nicht gut. Oh, aber Son noch dahinter. Stark. Nächstes 85 plus. Nächster Toni Kroos im Anmarsch. Wieder nichts Blaues. Modric. Ach nee, geht ja gar nicht. Schön wäre es gewesen. Der Modric ist dahinter. Okay, Jan Sommer. Wir warten noch alle auf die Bayern-Karte. Und das letzte 2,85 plus. Gönnt uns einen Brasilianer. Linker Flügel. Alter, Neymar. Good fodder. Willkommen, Neymar. Erstes Mal, dass ich Neymar ziehe. Und Ruben Dias. Krankes Pack, muss man sagen. Ja, tun wir in irgendeine SBC rein, denke ich, den Neymar. Trotzdem ganz fresh. Tauschbare Packs haben wir noch von Rang 1 WL zweimal. 50k Packs und 100k Packs. Die Inform Packs hatte ich tatsächlich schon geöffnet. Um dir, sehr gut. Weil die Inform Packs sind jetzt, glaube ich, aktuell nicht so spannend. Das erste war schon mal gut. Können wir direkt wieder verkaufen. Vielleicht kommen wir auch auf knapp wieder 4 Millionen Coins, wenn wir jetzt noch ein, zwei tauschbare Sachen immer wieder kriegen. Nächstes 50k. Patrick Schick. Kein Walkout leider, aber 85 glaube ich auch. Aktuell einigermaßen teuer. Nächstes 125er. Oh, Hero. Ginola. Nee. Alter, King, Junge. Wie, das ist ja voll cool. Einfach den neuesten Hero, den es gab aus dem 125er. Ja, das ist doch schon mal cool. Das ist ein cooles Pack. Und zwei Informs. Was kostet der Mann denn? Ja, ist jetzt nicht ultra teuer, aber ist gut. Das sind wiederum 70k tauschbar. Den nehmen wir aber mal dankend mit. Inform. Kein Walkout. Können wir skippen. Wimmer, Hendo. Na, das war nix. Letztes 125er. Nochmal, komm, wenigstens nochmal ein High-Rated Walkout. Nicht mehr das. 84er. Trotzdem. Trotzdem eigentlich ganz ordentliche 125er waren das. Dann haben wir 4, 5, 84 plus Spieler-Packs. Ja, gucken wir einfach. Schauen wir mal. Erstmal wieder Toni Kroos. Ne. Diesmal ein Mauler. Aber immer noch nichts Blaues. Oh, Junge, Team of the Year, Icon Müller. What? Let's go. Wie cool. Auf unserem zweiten Account. Geil! Hat sich doch jetzt schon gelohnt, alles aufzusparen. Sogar Gerd.
Da schließt sich der Kreis. In der zweiten WL des Jahres haben wir mit Gerd Müller gespielt. Gerd on my level, ja. Gerd on my level hieß damals das Team. Eines der besten Videos gefühlt dieses Jahres. Und auf dem Account ziehen wir auch wieder Müller. Einfach Müller und Müller. Aber der Thomas wurde angezeigt und Gerd ist dahinter. Das kannst du keinem erzählen. Junge, das ist ja so cool. So eine kreative, coole Icon für unsere ganzen Fun-Teams, die wir dann immer spielen. Das ist ja mega. Das ist ja mega. Und wir sind noch lange nicht am Ende, meine Freunde. Geil, Alter, geil. Es müllert, meine Freunde, es müllert. So, direkt das nächste 585 Plus. Back to back. Schade. Hoi Ming. Hey, auch schon zum zweiten oder dritten Mal. Icons, wie gesagt, können ja dahinter sein. Schade, aber auch wieder ein paar Walkouts. Gut. Aller guten Dinge sind drei. In Form. Torreira. Okay. Das ist nicht mal ein Walkout, oder? Doch, zählt, glaube ich, als Walkout. Oh, hier auch wieder. Also, die waren echt gut, diese 5x400 Plus Packs, muss man sagen. Eins haben wir direkt noch. Nehmen wir nochmal direkt mit. Nochmal ein Inform. Diesmal sogar ein richtiger. Ivan Rakitic 88. Und dahinter haben wir noch Parejo, Foden und Ruben Dias. Dann geht's rein in die beiden 100er Centurion Packs. 100 Spieler, 80 selten. Und Gold. Und Verratti. Ach du Heilige. Aber ihr wisst ja, Icons können dahinter sein. Gucken wir mal. Haben wir einen Varan, einen Kimpembe. 21 Duplikate. Wo sind die Icons? Fabian Reese. Ach, Beino Gittens. Trash. Okay, das war nicht ganz so gut. Zweites Centurion hinterher. Ich spreche das, glaube ich, übrigens komplett falsch aus. Die haben sich echt nicht, glaube ich, so gelohnt. Toni Kroos. Was? Gnabry 85, nicht mal einen Walker. Da kann doch keine Icon hinter sein, ne? Also bitte, EA. Also bitte. Das war sogar gar nicht so billig. Ja, komm. Das war ja absoluter Quatsch. Als nächstes sind 10 mal 83 Plus Spieler Packs. Ja, also 183 Plus Spieler. Lass es krachen, ey. Skiri. Okay. Gut gespielt gestern, muss man sagen. Castells Fabian. Das war sehr schlecht. Nur 84er. Okay, auch nicht blau. Wir haben noch keinen Nominee, ne? Toni Kroos? Nee. Neuer, 90. Sehr gute Bewertung. Sehr gut. Zapata, Jimenez, Angelino. Nummer 3 direkt hinterher, ohne viel reden. Wieder Inform. Es sind echt viele Informs. Torreira hatten wir eben auch schon. Und sonst noch? Okay. Ja, immer noch nicht blau. Kann wohl nicht wahr sein. Toni Kroos, natürlich der All-Time-Klassiker, meine Freunde. Wunderbar. Wieder in Form. Wer ist er denn? Hermoso 84. Also die 10x300 kann ich nicht empfehlen, muss ich sagen. Die sind wirklich nicht gut. Aha. Brasilien, ZDM. Immerhin mal wieder ein High-Rated Walkout mit Casemiro. Tomori noch hinterher. Und sehr viele Doppelte. Moreno, Hilfe! Die sind ja so schlecht gewesen. Und wieder alle 84er Doppelte. Das gibt's nicht. So, zwei haben wir noch, ne? Ne, drei sogar. Die letzten drei. Wo ist Hullet? Frankreich, ZM, Pogba. Aus den Packs glaube ich nicht mehr an eine gute Karte, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht nochmal ein Walkout. Hugo Lloris, den haben wir heute noch nicht gehabt. Immerhin nochmal 87 plus. Lukaku noch. Das ist doch schon mal wieder ein besseres Pack gewesen. Letztes 10x83 plus. Jetzt kommt der Team of the Year. Schade. Frankreich. Oh, N'Golo. Sehr gut. Und sonst noch? Noch eine Icon. Ach, dann nur doppelt. Okay, N'Golo und sonst aber auch nur Mist.
Wir kommen so langsam dem Ende. Gleich kommen noch die drei Swap-Packs, vorher noch die 385 plus. Verteidiger, damit geht's los. Bitte nicht so viel doppelt. Das gibt einen Trend Alexander-Arnold, den haben wir schon mal gesehen. Oh, keiner doppelt. Das will ich sehen, EA Sports, das will ich sehen. Mittelfeld hinterher. Oh, Nomine, wer könnte das sein? England, RM, Saka, cool, 89er. Ich hatte kurz Hoffnung. Der erste Nomine, den ich überhaupt ziehe. Sogar eine gute Karte, hat ein gutes Upgrade bekommen. Und Rodri und Reus, was kostet der denn? Boah, 240.000, das ist eine ganze Menge. Sehr, 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 sehr gut. Und Stürmer. Jetzt knallt's nochmal, Freunde. Erling. Ah. Salah. Moin, moin. Mohamed. Hullet dahinter. Dybala, Aspas. Okay, aber keine Doppelten. Sehr, sehr gut. So, und dann kommen wir schon zum Ende so langsam. Aber auch zum Highlight. Die letzten 25x83 plus. Auf geht's. Kommt noch ein Team of the Year. Okay, es ist ein Innenform. Holland, ZDV, De Ligt, okay, 88, haben wir heute auch noch überhaupt nicht gesehen. Was haben wir sonst noch? Mané, Hazard, 12 Duplikate, Neuer, Verratti, Trent. Okay, eigentlich, also von der Bewertung her, sah jetzt erstmal in Ordnung aus, das Pack, würde ich sagen. Nummer 2, komm, 20 Tokens waren das damals, ne? Nix Blaues. Ivan Rakitic. 88er Bewertung. Auch doppelt. Und was haben wir sonst noch? Thiago Silva, Depay. Keine Icon leider. Und dann kommen wir schon zum letzten Pack. Also, gute Ausbeute natürlich wegen Gerd Müller. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir mal gerne einen fetten Daumen nach oben da. Wir können jetzt aus einer guten, eine sehr gute machen, wenn wir hier noch ein Team of the Year ziehen würden. Aber trotzdem, Müller hat es halt gerettet. Ansonsten viele Informs, viel Fodder und so weiter und so fort. Jetzt nochmal ein Ivan Rakitic. Also Team of the Year ist einfach so schwer zu packen leider. Ja, das Pack war tatsächlich nochmal mit das schlechteste. Am besten waren, glaube ich, die 5x84 plus vom Gefühl und die 2x85 plus. Die haben irgendwie so am meisten gegönnt. Trotzdem, geiles Video. Gerd, ultra geile Icon. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen fetten Daumen da. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.